Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Transport Fever hier auf dem Kanal. Beim letzten Mal haben wir die nächste Überlandtram-Linie erstellt. Die braucht natürlich jetzt noch Fahrzeuge. So, diesmal schon mal zum Anfang, falls ihr irgendwelche Vorschläge habt oder Ideen habt, gerne mit in die Kommentare. Ja, so. Ich nehme diese Folge im Anschluss der nächsten auf, genauso wie die nächste Folge auf jeden Fall auch noch. Mal schauen, wie viele Folgen ich heute aufnehme, deswegen kann ich, falls ihr Kommentare in der letzten Folge runtergeschrieben habt, noch nicht drauf eingehen. So, wie viel Kapazitäten haben die denn? 20, 25, die haben natürlich mehr. 60 km/h und die sind schneller. Gut, dann kaufen wir davon mal 4, 5, 6, 7, 8. Und alle kommen auf diese wieder. So. Wollen wir mal gucken, wie gut diese Linie da läuft. So, vor allem hier auf dem Bahnhof bin ich gespannt. Testbetrieb. Ja. Vielleicht läuft der Bus jetzt dann auch besser an. Mal schauen. Wir lassen uns mal in dem Sinne ein bisschen überraschen. Ich habe ja gesagt, wir können bei der Linie mal mitfahren. Warten dann allerdings, bis das erste Fahrzeug hier in der Station ist und steigen dann mal ein. Ich bleibe allerdings auf dieser Geschwindigkeit, damit wir ein bisschen schneller gehen können. Damit wir gleich wieder richtig ausbauen können. Das war eine blöde Geschwindigkeit, wir müssen sehr schnell. Ich gebe es zu. Ich könnte ja mal Escape, Pause kurz, normale Geschwindigkeit und dann mitfahren. Fahren wir bei der normalen Geschwindigkeit den Rest der Strecke noch mit. Jetzt sollte man ja eigentlich auch verdienen. Wenn euch das Spiel übrigens gefällt, schaut auch ruhig mal bei City Skylines hier auf dem Kanal rein. Falls ihr übrigens irgendwelche Anregungen für Städtenamen habt oder sonst irgendwas, gerne damit in die Kommentare. Das dauert jetzt ein bisschen, aber wir sind auf Höchstgeschwindigkeit in dem Sinne von der Straße oder von der Tram. Fährt ja maximal 60. Unten steht ja die Ich nehme den Mauszeiger ja gar nicht auf, merke ich gerade. Ups. Dafür entschuldige ich mich schon mal für die in der letzten Folge, dass ich den Mauszeiger nicht aufgenommen habe. Das ändern wir jetzt sofort einen kleinen Augenblick. Ups, das hatte ich eh nicht sehen. String Alt Enter, ne? Dann String Now. Wenn ich mein Desktop möchte. Ah, so. So. Oder ich mach das mal kurz an. Ist zwar vom Livestream, aber ist mal kurz. Egal. Eigenschaften muss der End aufnehmen, okay. Und so. Jetzt solltet ihr, ja, das ist das Bild wieder. Und jetzt sehe ich auch meinen Mauszeiger. So.
hier eigentlich gelandet? Dann kann ich mal weiterlaufen. Hier unten seht ihr die Geschwindigkeit. Tut mir nochmal leid, in der letzten Folge habe ich nicht drauf geachtet, da wird der Monster dann auch nicht mit aufgenommen worden sein. Den hatte ich mal aus. Ich weiß gar nicht, wegen welchem Spiel ausgemacht. Ich muss daher nochmal die Aufnahmen nachgucken von City Skylines. Dann könnte es mich auch passiert sein, dass ich den nicht mit aufgenommen habe. Bei der letzten Folge vom 3.6. und die nächste am 10.6.17. müsste es sein. Wo dann leider der Monster nicht mit aufgenommen wurde, genauso wie die letzte Folge Transport Fever. Da entschuldige ich mich jetzt schon jetzt nochmal reich in aller Höflichkeit deswegen. Ich werde es aber als Kommentar nochmal festpinnen. Ich will hoffen, dass es von der Lautstärke in Ordnung ist, aber jetzt eigentlich. Läuft. Wie gesagt, im Hintergrund, aber ich könnte es eventuell mal etwas lauter stellen. Das ist die Transport Fever, also die Musik vom Spiel selbst. So, Friedhofstraße war das nächste Werk. Wenn ich es richtig gesehen habe, haben wir hinter uns eine Autoschlange schon. Ja. Aber die müssen halt warten. Können ja auch mit der Straßenbahn fahren. So, will ich mal gucken. Will ich hoffen, dass die genauso gut angenommen wird wie die andere. Und dann schauen wir mal, was wir als nächstes machen. Vielleicht irgendeine Zugverbindung. Denke ich, was drauf. Ja. Schauen wir mal, welche steht hier miteinander Verbindung. So, jetzt sind wir schon in Oberrieden. Jetzt kommen nach der Poststraße noch zwei Haltestellen, die hier der Rosenweg und dann die Haltestelle vor dem Bahnhof. Da ist der städteeigene Bus. Hat hier das ja gerade wirklich dran schon. Genau, ja, wie das Kennzeichen hätte denn. Ja, vom Kennzeichen her könnte es nicht sein. Steht ja wirklich dran. Wir gucken jetzt gleich mal. Wenn es wirklich dran steht, wenn ihr hier sehen, was ich mache. Sonst will ich auch nichts Falsches erzählen. Alles okay. So. Und da sind wir dann an den schönen Dingen angekommen. Und Moment. Will ich jetzt nicht wissen, in der Zeit machen wir mal kurz Pause. Tatsache, Rheinische Bahngesellschaft Düsseldorf. Gibt es heute auch noch. Heißen etwas anders. Nur bis vor nicht allzu langer Zeit war das sogar der offizielle Name noch. Jetzt heißen sie ja kurz Rheinbahn. Stellen wir mal wieder auf. Schnell haben die hier tatsächlich schon eine Straße gebaut. Tatsache, die haben sich hier schon eine Verbindung gebaut. Auch gut. Wie sieht es denn jetzt hier mit aus? Ja, das scheint sich jetzt auch eingependelt zu haben. Mit den vier Fahrzeugen. Wir haben ja was Geld, wir können ja was zurückzahlen.
und neue Fahrzeuge. Wir verdienen ja zurzeit, also können wir was zurückzahlen. Ne? Wie sieht's hier mit den Personen aus? Ihr kommt alle mit. Das hält sich hier auch ganz gut in Grenzen. Wie sieht's mit dir aus? Kann man den hier nochmal eben schnell überprüfen. Ja, und das hält sich eigentlich auch gerade so in Grenzen. Ach, hier unten fangen jetzt auch welche mit dem Bus. Mhm. Ganz viele Kühe. Und ganz viel Brot. Und dann kommt hier schon der nächste. Wie sieht es denn jetzt hier oben mit dem Bus aus? Hier waren wir doch die Ü-Tram. Können wir mal in den Kreis gucken. Er macht immer noch Verlust. Ich bin wirklich am Überlegen, ob wir den Fall ändern sollen. Ob wir das genauso wie schon in... unten in Mainz auch gemacht haben. Durch Überlandtram mit bedienen zu lassen. Und jetzt stehen überall Leute. Auch nur vereinzelt. Wir könnten ja mal anfangen. Wir machen jetzt hier. Wird hier ja die Stelle ausgelassen. Die wird hier. Wird hier dafür ausgebaut. Wir haben die ausgebaut. Jetzt hier herum. So, das heißt... wir optimieren jetzt mal ein kleines bisschen. Hier könnt ihr dann eigentlich weg, weil wir hier eine haben. Hier müsst ihr noch eine zweite hin. So. Dann die Linie nur sichtbar. Dann gehe ich und ich mal eben auf. So, nach dem Moment jetzt mal überlegen. 13. Fährst du hier lang? Hier. Hier. Zur 1. Dann fährst du nach der 2. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hierhin zum Mühlen weiter Schiller wieder im Garten Blütner Ahorn Blumen Lärchen. Dann werde ich mal kurz zu. Ich hatte jetzt überall zweigleisig, ne? Hier. Das halte ich überall zwei, ne? Ja. Und dann können hier die Fahrzeuge an den Zielpunkt verkauft werden und die Linie löschen. So. Dann geht ja weiter. Unsere überflüssige Stationen werden dann weg. Ach, jetzt halten wir hier ja auch wieder an, ne?
Stehen aber auch Leute. Was ist denn das? Weil ja nur die eine, die weg musste, ne? Hier. Dann gehen wir nochmal nach hier hinten. Und kaufen nochmal. 4 Trams für die Linie. Und wir können auch schon wieder was zurückzahlen. Und verdienen trotzdem noch. Die nächste richtige Strecke möchte ich dann wirklich mal erst anfangen, wenn wir so gut wie keinen Kredit mehr haben. So, gut, das war's schon wieder für heute. Und wo kommt denn da? Kommt sie. Hui. Dann machen wir mal ein normales Spieltempo. Verabschiede ich mich aus dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst. Hallo. Lasst gerne einen Daumen da. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, lasst gerne auch einen Kommentar da. Wenn euch auch meine anderen Videos gefallen hat und keins mehr verpassen wollt, lasst auch gerne mal ein Abo da. Ich verabschiede mich, wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und entschuldige mich nochmal, dass der Mauszeiger nicht aufgenommen worden ist. Jetzt wird er ja noch hier. Gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal.